Ich bin die größte literarische Kanone des Landes. Ich kann auf jede Entfernung schießen. Ich kann sitzen, wo ich will, und sie trotzdem alle aufs Korn nehmen. Die Mannequins und Minikins und Tintenpisser und Fersekacker, die unter der Rauchglocke der Metropole herumfetzen. Und warum sitzen Sie ausgerechnet hier? Hier, weil ich an einer Studie über einen Dichter namens Francis Lennox arbeite. Ah. Haben Sie seine Sachen gelesen? Ja, einiges ist mir sozusagen zu Ohren gekommen. Ja, ich kam ursprünglich, um Material über Lennox zu sammeln. Das betreibe ich allerdings jetzt schon 5 Jahre lang. Faszinierende 5 Jahre, muss ich dazu sagen, in denen ich dahinter zu kommen versuchte, wie dieser Misthaufen von schottischer Kleinstadt ein solches Wunder von Dichter produzieren konnte. Noch 2 Bier, Yuji. Mit Vergnügen, Mr. Foster. Sie halten ihn also für einen großen? Ach, den größten des Jahrhunderts wohl. Gibt's ihn in Paperback? Ja, mit einem Vorwort von Romilly Foster. Das ist zu viel auf einmal. 2 Bier. Die gehen auf meine Rechnung. Ich habe ihn als erster publiziert, verstehen Sie? Damals in meiner Zeitschrift Quadrate. Lennox schickte ein paar Gedichte ein. Erstaunliche Dinger für einen 16-Jährigen. Perfekt.